nie? Lautet die Frage. Ich weiß gerade nicht, wo sie herkommt, aber sie ist da oben rechts zu sehen. Willkommen zurück bei Shady Part of Me. Hier kam ich gerade an. Im Hintergrund ist mein Schatten, der gerade nicht beschäftigt ist. Was kann ich denn hier tun? Mich hochfahren. Okay. Da gucken wir mal. Also da ist jetzt nichts. Und mal sehen, ob wir den kleinen Schatten... Ah nee, stimmt ja gar nicht. Die vorne muss ja überzeugt werden. Der Schatten ist ja die... Vielleicht kann man das auch so ein bisschen als Vernunft und ja, Trotz oder so sehen. Ne? Also nicht nur, es ist nicht nur eine Frage des Alters, sondern auch des Gemütszustandes. Keine Möglichkeiten mehr. Oder eben Hoffnung und Verzweiflung oder so. Keine Gelegenheiten mehr. So, warum ist hier dieses zum Durchfallen? Warum? Aus irgendeinem Grund zurückgehen? Kann ich schon mal testen, was das hier macht. Oh! Ah ja, alles klar. Hehe. Dann bin ich jetzt ein bisschen im Bilde. Aber eigentlich auch wieder nicht. Also, das fahre ich hoch. Doch, ich wollte hier hin. Soll hier irgendwas sein? Ich fahre jetzt das mal. Also, das kann ich da... Das bringt ja auch gar nichts. Wozu? Brauche ich es später irgendwo? Also ich habe es hier halt... Wo war das hier? Habe ich es halt hochgefahren. Das war ja praktisch schon die Lösung. Ah. Hä? Ach so, ich sehe schon die Problematik. Ich kann hier wieder nicht zum... Ich kann hier gar nicht hoch, okay. Moment. Da muss ich wieder irgendwie die Perspektive wechseln. Wie denn das... Ich muss da hinten rum, okay. Halt. Ich muss jetzt hier durchschlüpfen? Ist das so? Beziehungsweise ich stehe hier. Lass mich wieder runterfahren. So, dann bin ich auf der Seite. Oh, was war das denn? Achso, ich habe gespult. Ja, aber jetzt habe ich doch das nächste Problem, denn jetzt kann ich mich hier nur noch zerquetschen. Ach nee, kann ich nicht. Ich kann... Da ist ja noch ein Hebelchen. Vielleicht machen wir den mal. Vielleicht machen wir den mal. Ach so. Fahre ich mich hoch und dann kommt der nächste Knopf. Okay. Ja, einmal drumherum gelaufen. Sehr schön. Und? Ach, das macht das gleich. Okay, ich gucke erstmal nochmal hier. Hier ist nichts. Hä? Wozu denn das? Jetzt hätte ich ja hinten die richtige Ausrichtung, ne? Aber was hilft's? Vor allen Dingen... Das ist ja ganz ungünstig jetzt. Ist das im Hintergrund? Ist ja immer noch höchst ungünstig für mich. Also ich kann da irgendwie die Seite wechseln. Ah, komisch. Da bin ich immer safe. Also hätte ich so schon die Seite wechseln. Ah, na klar, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Ich habe es auch vorher echt noch nicht gesehen, was es sein sollte. Jetzt gehen wir dahin. Ja, natürlich. Oh. Oh. Da komme ich ja gar nicht durch. Wozu ist denn dann? Das ist nur zum Zurückkommen irgendwie. So, ich würde sagen. Oh, das ist ja auch ungünstig. Jetzt gehe ich hier rein. Ja, jetzt passt das doch. Jetzt kann ich aber auch ehrlich gesagt hoch schon. Finde ich ein bisschen komisch, dass der eine Knopf hier doppelt existiert. Also der hier. Weil, hätte es halt so machen müssen, dass ich es von unten regel. Ne? So. Vögelchen habe ich nicht gesehen. Wäre für mich erledigt hier. Aber es geht ja noch weiter. Aber erstmal nur mit mir, würde ich sagen. Nämlich hier hoch. Aha, der nächste Checkpoint. Was ist hier? Nichts. Das ist immer so ereignislos. oh. 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 Auch das ist ja mies. Okay, ich sehe schon. Ich sehe diese Ecke hier. Hm.
Wow, ist mir ja noch gar nicht aufgefallen bis eben, krass. Jetzt verstehe ich auch, warum in jeder Ebene dieser Knopf ist. Ich nehme das Ding mit, ne? Das ist ja witzig. Okay, was heißt denn das? Jetzt fahre ich das... Jetzt ist es erstmal gar nicht zu sehen. Oh, jetzt schiebt es mich, aber das soll es ehrlich gesagt auch. Zwischendurch mal hier in Sicherheit gehen. Ah, das ist auch der Checkpoint. Okay, dann war es easy. Aber ich scheine das Ding noch zu brauchen, sonst wäre hier keine weitere Aussparung, die das mitnimmt. Hm. Ich habe ehrlich gesagt... Achso, jetzt erleuchten wir das erstmal da hinten. Ich hatte gerade ein bisschen Sorge. Ich habe Kontakt gesucht, du hast mich weggeschubst. Och, nö. Ah, oh Gott, wenn auf einmal die falsche Person losläuft. Ne? Hier ist wieder so ein Checkpoint. Okay, da ich gerade in einer Safe Zone bin, da hinten im Hintergrund, kann ja hier nichts passieren. Okay, alles klar. Gut, das ist aber nicht das schwerste Rätsel, würde ich sagen. Huch, scheiße, ich dachte, ich kann mich hochholen. Was? Okay, dann muss das von einer Ebene... Wow. Von einer Ebene weiter unten passieren. Ja, cool. Ja, das ist doch zu weit unten, oder? Jetzt bin ich natürlich auch wieder falsch da. So. So hätte ich es machen müssen. Hätte man auch vorher vielleicht schon sehen können, den Vogel. So, cool. Sehr schön. Aua. Nicht so cool. Warte. Nur einen. So. Ja, Moment mal. Das geht ja auch so nicht. Shit. So bin ich sofort tot. Alrighty, da habe ich mich zu früh gefreut. Da hätte ich... Oh, was hätte ich denn da machen sollen? Wie hätte ich denn da ausgerichtet sein müssen? Wow, okay, das wird jetzt nochmal fies. Da hätte ich... Oh, ich glaube, es läuft darauf hinaus, dass ich... Ach du Scheiße. Hm, das ist ja sehr viel komplizierter, als ich erst dachte. Weg mit dem Ding. Da muss ich hier einmal rumlaufen. Oh. So. Ja. Witzig. Aber nächstes Problem. Ach Mann. Jetzt muss ich das Ding hier wieder hin navigieren. Ja, ich bringe mich mal so in Position. Wow, das ist echt... Super geil, umfangreich. Das gefällt mir, wie man sich da hinarbeitet. Das gefällt mir sehr. So, jetzt haben wir das hier. Jetzt nehme ich es wieder mit dahin. Nee, ganz mit. Oh, das ist aber auch nicht gut. Jetzt kommt es über mir. Nee, das ist auch blöd. Scheiße. Jetzt, wenn ich jetzt hochfahre... Oh, ist es dann unter mir noch? Ach, das ist ja mies, ey. Jetzt könnte ich vielleicht noch dastehen, dann komme ich aber wieder nicht darauf. So zerquetscht es mich. Ey, das ist ja voll fies. Wenn ich es... Ich weiß nicht, ich ziehe es jetzt einmal dahin. So hilft es mir nichts, ne? Jetzt... Komme ich da gar nicht hin. Auch so nicht. Wow, das ist... Oh, scheiße. Nein. Das ist ganz blöd. Ich muss wieder runterfahren. Ach so. Nee, geht auch nicht. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich stehe hier und lasse mich hochfahren, aber da hätte es mich doch auch zerquetscht, ne? Oh, verdammt! Von welcher Seite geht denn das? Voll fies. Oh, Moment. Ist das gerade hilfreich, was ich mache? Nee, ne? Einmal rumgelaufen. Wenn ich es jetzt wieder wegschiebe. Also da ergeben sich auch keine Möglichkeiten. Dann komme ich zu der Seite nicht raus. Eieieiei, das ist ja echt... Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so den Gedanken, dass ich hier stehe... Oh Gott, jetzt weiß ich's.
Ach du Heilige, ey. Jetzt muss ich aber da wieder raus erstmal. Nee, das ist auch schlecht. So komme ich da nicht mehr raus. Das kann sich jetzt ein bisschen hinziehen hier. Jetzt falle ich, glaube ich, wieder. Das ist auch blöd. Oh Gott. Das ist wieder dahin. Oh. Oh nein. Ich glaube, ich spule es lieber zurück. Wie weit spulen wir denn da? Ich glaube, der kann wirklich komplett alle Aktionen bis zum letzten Speicherpunkt zurückspulen. Das ist ja irre. Jetzt wird es schon schneller. wo ist mein Schatten gerade? Da. Ach ey, warum denn da? Gut, ich habe meine Situation nicht verbessert, ne? Ich wollte bis zu dem Zeitpunkt zurück, wo ich da runtergefallen bin. Da, genau. Und zwar... Nee, noch weiter. Noch weiter zurück. Ich kam von da. So, und jetzt ist die Frage... Hier bin ich safe. Das war wichtig. Und jetzt... An der Stelle bin ich falsch abgebogen, weil jetzt muss das hoch. Behaupte ich. Dann muss es hier runter... Und jetzt mache ich die ganze Scheiße. Und dann ist die Frage, kann ich es an eine Position bringen? Nämlich genau diese Position muss ich haben. Ja, genau. Jetzt kommt die Sache erst. Schade, habe ich leider viel zu viel vorher zurückgedreht, indem ich diesen ganzen Balken habe von unten kommen lassen. So geht es natürlich viel schneller, beziehungsweise so soll es auch sein. Ich frage mich auch gerade, das will ich jetzt unbedingt mal als nächstes ausprobieren, was ist... Achso. Wenn ich das... Wenn du so weit gekommen bist, musst du meine Hilfe wirklich sehr, sehr dringend brauchen. Okay, es geht hier raus. Ich habe mich gerade gefragt, was ist, wenn ich das Vögelchen geholt habe und dann zurückspule. Oh, dann habe ich es nicht. Gut zu wissen, weil sonst hätte ich nämlich probiert, wenn den anderen Weg zu gehen. Wenn du so weit gekommen bist, musst du meine Hilfe wirklich sehr, sehr dringend brauchen. Aber der andere Weg ist jetzt sehr mühsam, also den werde ich dann auch nicht gehen. Ich denke, sie haben mir ja jetzt extra schon den leichteren Weg gemacht. Oh. Moment. Jetzt mache ich ihn mir allerdings selber gerade wieder schwer. So, einen müssten wir schon noch machen, so. Dass ich normalerweise, wäre ich da rausgekommen, da wäre ich rausgekommen, ja. Ja, also den Weg vollziehe ich jetzt natürlich nicht nach, das ist... Viel zu mühsam, verpasst habe ich ja nichts. Aha. Cool. Hallo. Okay. Ich brauche keine Hilfe. Ich brauche nur mehr Zeit. Atme durch. Zeit. Das verstehe ich nicht. Wenn du Hilfe brauchst, hol sie dir. Zeit heilt alle Wunden, sagt man ja auch. Aber manchmal sind sie nicht verheilt, sondern können wieder aufbrechen. Oh, jetzt haben wir uns ja schon fast getroffen. Bin ich hier drin gefangen? Sowas aber auch. Achso. Oh, halt. Jetzt erstmal gucken, was hier unten ist. Oh, das geht nicht mehr zurück. Okay, aber da gab es, glaube ich, auch nichts anderes. Ach doch, es geht zurück. Es geht hier zurück. Aber mehr als das kriege ich auch nicht zurück. Okay. Ja, nee. Dann weiß ich auch nicht. Dann wüsste ich nicht, warum man zurück sollte. Vielleicht schaltet man irgendwas auf und muss tatsächlich wieder zurückfahren. Das darf ich jetzt mal nicht vergessen. Wer weiß, wo es noch ein Secret gibt. Oh, wenn du... Halt!
Wenn du nicht mehr redest, wem werde ich dann wohl zuhören? Wenn du nicht mehr redest, an wen werde ich mich dann wohl wenden? So, hier hat sich alles zusammengefügt. Hier geht's... Oh doch, hier geht's schon weiter. Aber jetzt mache ich ihr den Weg auf, ne? Aha. Okay. Oh. Cool gemacht. Da ist der Vogel. Scheiße. Warte mal, warte. Ist der mir vorher nicht aufgefallen? Der ist ja nicht zu sehen, oder? Der war vorher nicht zu sehen, tatsächlich. Müsste man immer wieder checken. Oh, doch, er war zu sehen. Okay, ich habe nichts gesagt. Er war zu sehen, er war zu sehen. Du wendest dich an mich. Nein, sie wendet sich an mich. Ich liebe diesen Knicks, den sie macht. Wow, jetzt habe ich hier echt nur so einen ganz schmalen Ausgang. Oh, 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 oh. Ich bewege die Uhr, aber nicht besonders viel, muss ich sagen. Tick-tack, tick-tack. So, und wenn ich wechsle? Ich habe eher so das Gefühl, ich muss noch... Aua, das war nicht gut. Da sind ja Dornen. Ich muss noch ganz andere Sachen schaffen, aber hier ist ja schon das Ziel. Ich guck mal, ob ich hier rumlaufen kann. Achso, warte mal. Was macht denn der Zeiger gerade? Geht der jetzt hier hin vielleicht? Leider nein. Leider nein, leider gar nicht. Okay, warte, 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 warte. Hier passiert ja wohl noch nichts. Dass sie auch gar kein Gesicht hat, ne? Wenn ich hier hingehe, eigentlich nichts anderes. Ich kann ja da nicht durch. Was soll das helfen? Ich kann nur dieses bisschen hier drehen. Das ist... Hä? Was? Warum ging das gerade noch nicht? Wenn ich hier hinlaufe, geht's. Komisch. Das ging einfach nur außen nicht. Oh, habe ich was kaputt gemacht? Wo kam denn jetzt das Licht her? Wie lange muss ich warten? Oder bin ich irgendwo gegen gestoßen? Hä? Vielleicht gegen die Dornen gekommen, keine Ahnung. Sehr merkwürdig. Hey! Ich sollte mal den Schatten in etwas günstiger positionieren, nicht wahr? So. Weil mir kann ja eigentlich nichts passieren bei den Dornen und dem Schatten. Warten? Ach du Schreck. Das ist ja hier gar nicht günstig. Das werde ich nicht abspringen können. Okay. Das heißt, ich muss auf die andere Seite rüber. Ah! Die läuft da nicht hin. Doch, läuft sie. Ah! Mann! Überall Dornen hier. So. Muss ich es irgendwie anders machen? Ja, ne? Auf die Seite rüber. Beziehungsweise ich hole sie ja jetzt ab. Also den Schatten hole ich ja jetzt ab. Da dürfte ja eigentlich gar nichts schief gehen. So. Langweilt sich schon. Setzt sich schon hin. So. Guckste. Jetzt haben wir das. Und Schatten hinterher. Du musst dich erinnern. Du musst lernen. Warte, bis ich mich erinnere. Warte, bis ich lerne. Es hat jetzt leider 8 Folgen gedauert, dass mir auffällt, dass das Wort Sitzung ja eine Bedeutung hat. Also, Psychologe, wie gesagt. Ne, das war ja gerade Sitzung Nummer 12 hier, oder was da stand. Wo geht's denn jetzt raus?
Also, ein bisschen spät wieder wahrgenommen. Eine schöne Aufführung, da fehlt ein E. Sind wir auf dem Rummel? Das hat doch jetzt was Fröhliches. Einfach so hier hingelaufen. Unspektakulär. Der lange Traum, der schlimme Traum, die große Aufführung. Oh, ist man nervös vor irgendwas und hat vielleicht Versagensängste, die sich im Traum manifestieren? Kennt ja auch... Ist das das, woran du dich erinnern wolltest? So ziemlich jeder von uns. Da spricht sie zu sich selbst gerade, ne? Ist es das, woran du dich erinnern wolltest? Also ich mich erinnern wollte. Ich glaube, das ist ein Ja. Muss ich deine Gedanken erraten? Das ist ein bisschen zu viel Schatten. Das muss ich da wegbekommen. Hängt denn das zusammen? Oh! Okay. Und den letzten noch. Peng. Hier sah es irgendwie spaßig aus, findest du nicht? Ja, schon. Quack, quack. Quack, quack. Entenangeln. Ach, haben wie süß. Nicht schon mal gesehen, Angelmann? Angelmann? Okay, das war jetzt einfach. Ich guck mal hier hinten für ein Vögelchen. Was für ein entspannter Jahrmarkt. Ach, das ist der Angelmann, ja. Er ist nicht so erfolgreich. Ich guck mal hier vorne, hier ist nichts. Dann soll ich wohl hier rein. It's a trap! Gottes Willen. Hey! Bin zu schnell wieder nach vorne gegangen. Jetzt mache ich eine Aufführung für die Kinder auch. Was machen sie hier? Die Holzköpfe? Ich hätte nicht gedacht, dass es noch hier ist. Dass was noch hier ist. Hinter der Bühne. Ah, hier ist wieder ein Schalter. Okay, dann machen wir mal frei. Habe ich gerade diesen Reifen da? Ja. Achso. Okay, eine Seite aufgemacht. Moment. Aber da ist noch was. Ich gehe mal hier in die Safe Zone, wenn es denn eine ist. Jetzt gucken wir mal hier oben. Aha. Wie, das ist doch der gleiche, oder nicht? Ist das ein anderer? Moment. Was? Ah, jetzt habe ich sie gerade beide geschaltet, ne? Moment. Ist ja kompliziert. Nein! Halt, der war schon richtig. So. Muss ich ihn dann machen? Muss ich dann... Den von der Seite muss ich doch wegmachen. Was ich jetzt gerade... Nee, den muss ich den aufmachen. Jetzt muss ich den wieder wegmachen. So rum. Das war der falsche Gedanke. So, es sieht immer aus wie der gleiche Schalter, aber es sind zwei. Genau. Hä? Oder Hebel, müsste ich eigentlich sagen. Ich weiß. Okay. Ich sehe gerade keine Vögelchen mehr. Oh. Danke, dass du die ganze Arbeit machst. Ich wünschte, ich könnte dich so tragen. Oh, fährt mit mir mit. Gut, da werde ich mal wieder Ballons kaputt machen.
oder auch nicht. Dann eher... so eher groß machen, ist ja auch nicht gut. Ach so, groß, damit sie kaputt gehen. Jetzt habe ich mich kaputt gemacht. Schade. Vielleicht nochmal so weggehen. So. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Hopp. So, da oben ist jetzt aber auch nicht ein Vögelchen. Dosen werfen, das ist toll. Da komme ich allerdings so schon rüber. Ich hätte jetzt... Nee, komme ich nicht. Okay. Wollte sagen, ich hätte mich jetzt gefreut, wenn ich die Pyramide... das machen die für mich. Okay. Boing. Ja. Was ist denn der Preis? Ein Teddy. Ja. Okay, andere Kinder, die für mich nicht erreichbar sind, weil ich ja alleine bin, werden hier offensichtlich immer durch... Ach so, durch Objekte dargestellt wahrscheinlich, ne? Dass dieses Kind sich eben Freunde macht durch Objekte. Das ist ja jetzt die Teekanne. Das andere, weiß ich nicht, sind immer so... Ich habe sie jetzt Holzköpfe immer genannt. Ich kann auch still sein, weißt du? Es ist eine willkommene Abwechslung, nicht sprechen zu müssen. Dezenter Hinweis an mich als Let's Player wahrscheinlich. Laber mal nicht die ganze Zeit. So, was passiert hier wieder? Oh. Vorsicht, hier hin, okay. Ja, okay, bin rechts. Das ist doch Schikane gewesen. Da hätte ich doch unten bleiben müssen. Na, zum Glück darf man spulen. Oder kann man spulen. Heieiei. Hä? Jetzt unten. Nee, er kommt unten. Ach so. Also da ist gefährlich, soll das heißen. So. Die Kinderchen bejubeln mich. Ich weiß noch, dass ich damals fehlgespielt habe. Okay, ach so. Da wieder raus. Weißt du was? Er redet auch nicht. Hast du ihn gesehen? So, was muss ich denn jetzt machen? Die in die richtige Ebene schieben? Ich sehe ihn, aber er sieht mich nicht mehr. So, also hier ist es ja versteckt. Also sollte ich doch den Hebel nutzen? Solange er noch zu sehen ist, ne? Ach, getimed ist der Spaß. Ja, fantastisch. Okay, vielleicht kann ich sie auch... Kann ich sie auch betätigen, wenn sie näher beieinander sind? Nein, kann ich nicht. Tja, was heißt denn das? Das heißt doch, dass ich... Ablaufen kann ich das wahrscheinlich nicht. Oh je. Nein! Okay, dafür muss ich eine andere Lösung finden. Nichts im Übrigen. Oder sind die in der Mitte? Ich schieb's immer beide in die Mitte. Das kann doch fast nur die Lösung sein. Ja, da sind die nicht zu sehen. Oder ich lege sie übereinander, dass sie dann wieder eine stärkere Silhouette sind. Und dann funktioniert's wieder. Tatsächlich. Ist das nicht witzig? Jetzt ist es ein Schalter. Okay, ist ein bisschen optische Illusion und getrickst, ne? Aber ist schon eine witzige Idee. Ich wusste, ich könnte dich so bewegen. Du müsstest nicht laufen, wenn du nicht willst. Dass halt zwei schwache Schatten wieder einen starken ergeben. Ich habe gewartet, du hast geguckt, er hat geurteilt, du hast nicht auf ihn geachtet, du hast nur auf dich selbst geachtet und das ist gut so. Glaubst du, der andere ist für immer weg? Ich. Was mich auch halt... Oh Gott, da muss ich springen, ja. Was mich auch irritiert ist, dass er sich anhört wie aus so einer Aufzeichnung, ne? Ne, da muss ich nicht springen, da muss ich natürlich wieder... Ups. Wieder mit der Kiste was machen. Kiste größer machen. Hilft ja auch nichts. So, hier sind ja noch Sachen zum Draufstehen. Moment. Krieg ich die Kiste überhaupt dahin? Ja, kriege ich. Ne, machen wir mal anders. Moment. So, wenn das zu... Oh!
Juhu! Nicht zu hoch, nicht zu hoch, nicht zu hoch. Oh nein! Oh Gott, okay, das ist immer noch Timing. Ja gut, kein schlimmes Timing. So. Sie gehen halt kaputt danach. Oh. Oh. Hau den Lukas! Ach, wie geil ist das denn? Und die Glocke wird gehauen. Ach, ist das toll. Jetzt würde ich gern noch irgendwie hier nach links rüber, aber da ist ja auch nichts. Also Vögelchen sind hier gerade nicht mehr. Ach, die Ideen sind toll. So, hopp. Und dann komme ich mal nach. Der Gesang gerade wieder sehr schön. Wie er dieses Ding hier platt haut. Sieht auch lustig aus. Platt wie ein Pfannkuchen. So. Halt. Also, packen wir es an. Du und ich, Freundin. Oh oh. Sind wieder Wolken, die verschwinden, okay. Oh, das ist ja schon bald Bosskampf hier. Okay, der visiert mich an. Ah, shit. Ich konnte da nicht rausspringen. Doch, konnte ich. Puh. Ah, komm halt her. Oh. Oh. Ich kann nicht glauben, dass ich das getan habe. Okay, hat funktioniert. Hast du gesehen, wie unglaublich ich war? Ganz allein? Naja, ich habe auch ein bisschen mitgeholfen. Ja, aber das wäre es dann für heute gewesen. Die Szene ist rum, die Kinderlein sind glücklich. Ja, das Ding ist im Kasten. Oh. Jetzt wird die Musik wieder sehr interessant. Aber wir müssen Schluss machen. Beim nächsten Mal geht's hier erst weiter. Bei Shady Part of Me. Seid gespannt. Ich bin es. Bis dahin. Tschüss.